Nachdem das letzte Update zum Thema Forschung, welches ich leider nicht selbst besprechen konnte, gar nicht mal so schlecht klang und sogar halbwegs brauchbar präsentiert wurde, fällt Ubisoft mit den Infos zum sechsten Update, Brunnen, wieder in alte Muster zurück. Präsentiert wird uns hier eine große Handvoll nichts. Als Highlight des Updates bezeichnet Ubisoft selbst den neuen Extrem-Modus, in dem ihr einen Ansturm feindlicher Wellen standhalten müsst. Das klingt grundsätzlich gut, allerdings könnt ihr bereits eine wesentlich bessere Version dieses Modus in einem weit überlegenen Spiel spielen, in Form der Karte Defeat the Waves für Siedler 4. Sogar im Koop mit bis zu 4 Freunden. Die beiden anderen Highlights sind ein Spectator-Modus für ausgeschiedene Spieler, weil das ja kein absolutes Basic-Bitch-Feature heutzutage ist, und die Tatsache, dass Ingenieure wohl jetzt nicht mehr den kürzesten Weg durch das nächste Barbarenlager nehmen wollen. Zusätzlich enthüllte Ubisoft eine weitere 1v1-Karte, den Krater, die zugegebenermaßen schön aussieht. Erinnert euch noch an die Ordenseinheiten? Nun, um es mit Ubisofts Worten zu sagen, der Übergang zum Orden ist vollzogen. Sprachen sie und zeigen uns ein paar tolle Aufnahmen, die aber nur aus diesem einen GIF mit 4 Sekunden Länge und einer Abmessung von 854x460 Pixel bestehen. Wer braucht denn im Jahr 2022 schon HD? Gezeigt werden wohl die Blitzelementalisten oder Raketenochsen 2.0. Siedler ist schließlich dafür bekannt, dass einfach alles und jeder Superkräfte besitzt. Langsam wird es für mich klar, dass Ubisoft Siedler und auch seine anderen Projekte immer weiter rausschiebt, weil ein Release in diesem Zustand den Restwert der Firma förmlich vernichten würde. Und es scheint ja bereits länger so, dass Ubisoft vergeblich einen Käufer sucht. Es könnte also wirklich sein, dass dieses Spiel nie erscheint. Aber wenn Ubisoft sich wirklich auflösen sollte, können wir nur hoffen, dass ihre Marken zwangsversteigert werden und ein neues Zuhause finden, statt im Copyright-Limbo zu landen.